mach doch gleich mal eine Fackel an hier, damit ich ein bisschen was sehe. Was denn das? Mich verarschen? Was? Geht die Fackel aus? Warum? Das ist eine Magnesiumfackel, die brennt doch im Wasser, eigentlich. Hätte ich gedacht. Hier können wir nochmal schlafen. Das machen wir auch gleich. Moment. Wenn wir schon mal hier sind. Aber schade, hier ist scheinbar nichts. Außer halt der Nachtschatten. Ah, dort eine Truhe, okay. So rum. Gut. Zu einfach. Ja, viel zu einfach. Ein Spalter 3. 88 Schaden, das der Kollege. Ein Wein und eine Öllampe. Nee, der Spalter ist cool. Da möchte ich ja nichts sagen gegen. Aber abgesehen davon hat die Höhle jetzt hier nicht zu viel cooles Zeug gehabt. Schade, schade, Tomate. Na gut. Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt haben wir hier das einmal erkundet. Das hier haben wir uns alles angesehen. Hier waren wir. Wir können jetzt nochmal hier hingehen. Wir können uns die Insel angucken hier. Wir können dann hier rum, den ganzen Strand lang eigentlich mal. Die Insel hier können wir uns angucken. Da ist auch irgendwas drauf. Würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier mal einfach so eine Strandtour entlang der Küste. Oder soll ich erstmal heimgehen? Und den Spruch lernen für den Wolf. Weil vor allen Dingen, wenn wir wieder viele Gegner haben, ist der ja, glaube ich, cool. Ich weiß halt nicht, wie lange der hält. Das wäre interessant zu sehen. Vielleicht sollte ich auch vorher speichern. Hier kommt doch bestimmt jetzt gleich so ein Insekt raus und ärgert mich. Ah, naja. Gut. Epische Insekten, ja. Erwarten mich. Ja, bumm. Ich dachte, da kommt so eine Spinne raus. Und nicht ein Kritter. Na, hier jetzt, oder? Naja, oh, bloß ein Kritter. Daneben, daneben. Bumm. Kritter tot. Keine Chance, armes Tier. Gefährliche Gegend. Ja, ja, gefährliche Gegend. Die Kritter, du. Pass auf, du. Pass auf. Die ziehen dich um. Aus. Um, wahrscheinlich auch noch. Bringen dich um. Da war jetzt Ausziehen und Umbringen, hatte sich verzwirbelt da. Da kam was ganz Neues bei rum. So, hier waren wir ja schon überall, deswegen mache ich mal hier einfach mal Vollgas durch. Ah, wir haben 3 Schaden erlitten, ne? Ich muss mal speichern. Schlafen, meine ich. Ganz dringend. Ist das da drüben, die Insel? Da drüben ist schon die kleinere Insel, wo nichts drauf ist. Wahrscheinlich wird da auch nichts zu finden sein. Vermute ich jetzt mal. Naja, hier, ich höre schon wieder knistern, dieses komische radioaktive Gedönszeug. Bum, bum, bum. Ich habe fast das Gefühl, wir werden hier nicht mehr irgendwas Freundliches finden. Haben wir überhaupt schon was Freundliches hier gefunden? Nee, noch gar nicht, oder? Der eine hatte sich bloß so ausgegeben. Alle anderen, die hätten vielleicht freundlich sein können, waren ein bisschen tot. Da war also auch nichts zu machen. Oh, was haben wir denn hier? Da ist wieder ein Nachtschattengewächs. Ist ja inzwischen kein Problem mehr, von daher zündet man an. Vorsicht! Los, mach einen Charge! Ja, genau. Oh, hier ist irgendwas. Oh, oh, oh. Nein, 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 Deckung. Ja, hier. Charge. Greif ihn an. Ja. Oder auch nicht. Ich habe ihn schon gemacht.
Okay, super. Ich muss mich gar nicht mehr so verstecken vor dem. Ach, hier ist wieder überall Gift. Warum eigentlich? Da ist noch einer. Meine Güte, was haben die denn hier mit ihren Nachtschatten gewachsen? Achtung! Daneben! Hab ich genau gesehen. Ja, greifen an. Kann ohne leiden. Achtung! Ohohoho. Ja, Hälfte schon runter, wa? So ein Mist. Immer Feuer drauf. Gib Feuer! Aua, jetzt habe ich mich selber erwischt. Naja, gut. Manchmal verbrennt man sich halt, wenn man mit Feuer spielt. Aber hier könnten vielleicht Betten sein. Weil hier hat wahrscheinlich mal jemand gewohnt, ja. Ein Verbannter hat hier gewohnt, sehr gut. Artak, der hatte sogar einen Namen. Der hatte sogar einen Namen. Verrückt. Warum hat ein Toter einen Namen? Vorratsliste. Gucken. Abgegriffenes Tagebuch. Tage des vermuteten Verbannten aus dem Tal des Todes. Ich hatte doch gesagt, dass wir näher an die Küste gehen sollten. Hierher verirrt sich niemand. Wir sollten wirklich weiterziehen. Heute haben sie einen Verurteilten hergebracht. Sein Gewimmer war die ganze Nacht lang zu hören. Ach, Gewimmer, okay. Am nächsten Morgen war er tot. Bin ich froh, zumindest nicht dieses Schicksal zu teilen. Dieser Ort ist verflucht, der Tod ist hier überall. Er scheint tief in das Gestein eingezogen zu sein. Der Wind pfeift hier durch alle Gänge, dass man meinen könnte, Geister gingen um. Die Nerven sind angespannt, jede Kleinigkeit führt zum Streit. Heute wären sich zwei der Männer beinahe an den Kragen gegangen. Von Tag zu Tag werden wir aggressiver. Das liegt an diesen Ruinen. Ich werde so schnell wie möglich verduften. Sehr gut. Was habt ihr jetzt hier gefunden? Sorgfältig geschriebene Notizen. Klerikerhändler, das juckt mich nicht. Hier die Vorratsliste. Eine Kiste Fleisch, eine Kiste Obst und Gemüse, zwei Kisten Pökelfleisch, zwei Kisten Wasser. Eine Kiste mit Werkzeugen. Darin enthalten dreimal Hacke, dreimal Besen, dreimal Fugenkratzer, fünf Schaufeln und eine Axt. Sonderlieferung, eine Kiste Mana, ausschließlich zur Heilung des Weltenherzens. Fünf große Schwämme. Lagermeister Skald. Skald haben wir jetzt noch nie gesehen. Was haben wir hier? Eine Anleitung. Anleitung Mana-Trank. Sehr gut. Artaks Tagebuch. Okay. Was sagt Artak dazu? Erster Tag nach meiner Verbannung. Auch wenn wir völlig zu Unrecht verbannt wurden, so haben wir dennoch Glück im Unglück. Uns wurden Rehabilitation unter guter Führung angeboten, wenn man das so nennen kann. Wir kümmern uns um das Weltenherz hier und dafür dürfen wir frühzeitig wieder zurück. Das wird ein Kinderspiel. Ich habe beschlossen, dieses Tagebuch zu führen, damit ich einen Beweis habe, wie wir gearbeitet haben. Nur für den Fall, dass der Prüfer, der in 6 Monaten kommen soll, nicht zufrieden ist, dann kann... Also, dann Schaufel ausgepackt und frisch ans Werk. Zweiter Tag nach meiner Verbannung. Die Arbeit ist anstrengend. Wenn man eine Fuge am Herzen ausgekratzt hat, entsteht auch schon die nächste Verklumpung. Keine Ahnung, wie wir das Ding sauber kriegen sollen. Dritter Tag nach meiner Verbannung. Skald, Stenker drum behauptet, er wäre der Einzige, der hier arbeitet. Und wir würden nur faul herumliegen. So ein Idiot. Vierter Tag nach meiner Verbannung. Skald hat heute Morgen groß angekündigt, dass er nicht mehr arbeiten will. Der Typ kann einem echt auf die Nerven gehen. Fünfte Nacht nach meiner Verbannung. Ich habe heute Nacht ein Flüstern gehört. Ich war zu müde, um nachzusehen. Fünfter Tag nach meiner Verbannung. Scheiße. Ich hätte nachgucken sollen. Es ist Mana verschwunden. Skard ist außer sich vor Wut.
Er schreit bestimmt seit 20 Minuten am Stück. Aber er hat recht. Wenn wir nicht herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, kommt keiner von uns früher nach Hause. Wir könnten deswegen alle hier sterben. 8. Tag nach meiner Verbannung. In den letzten Tagen ist hier einiges passiert. Skald hat einen von uns weggesperrt und bewacht ihn nun. Ja, ich gebe zu, seine Geschichte hatte Lücken, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das Mana geklaut haben soll. Aber Skald ist wild entschlossen, ihn nicht mehr freizulassen. 10. Tag nach meiner Verbannung. Ich höre das Flüstern jetzt jede Nacht. Ich bin sogar nachschauen gegangen, falls sich der wahre Manadik zeigen sollte. Es war niemand zu sehen. Heute Nacht habe ich versucht, dem Flüstern zu folgen. Es scheint irgendwie aus dem Weltenherz zu kommen. Was ist hier los? Werde ich verrückt? 11. Nacht nach meiner Verbannung. Irgendwas stimmt hier nicht. Flüstern in der Nacht. Es verschwinden immer mehr Sachen und jetzt auch noch das. Ich höre Geräusche draußen. Ich traue mich nicht herauszugehen. Langsam dämmert es mir. Ich glaube, wir werden hier nicht mal einen Monat überleben. Ich habe Angst einzuschlafen. Ja, da haben sie wohl recht. Ach, der Rehabilitätsauftrag. Wollen wir uns den auch nochmal schnell angucken? Der wird vielleicht nie ganz so lang sein. Ja, komm, gucken wir mal. Ihr könnt ja weiterspulen, falls euch das auf den Sack geht. Da habe ich kein Problem mit. Nur wenn die folgenden Punkte zur Zufriedenheit des Prüfers erledigt wurden, wird den Verbannten eine vorzeitige Rehabilitation gewährt. So. Punkt 1. Säubern des Weltenherzes. Dies beinhaltet Säubern und gründliches Auskratzen der Fugen, Waschen aller Verletzungen mit der zur Verfügung stehenden Essenz, Trockenlegen sämtlicher Blutungen. Punkt 2. Stabilisierung des Weltenherzes. Dies beinhaltet Anfertigen von Stützbalken mit Hilfe der mitgelieferten Axt, Stützen des Herzens selbst, Stützen der großen Adern. Punkt 3. Keine kriminellen Aktivitäten in irgendwelcher Form, dazu aber nicht ausschließlich zählen Mord, Diebstahl, untereinander Missbrauch der mitgelieferten Waren, Eigenverzehr des Manas, sämtliche Verletzungen sind dem Prüfer glaubhaft zu erklären. Der Prüfer wird in 6 Monaten erscheinen und unter Berücksichtigung dieser Punkte für die Rehabilitation entscheiden. Über die. Jo, schön. Ach, hier ist noch ein Tagebuch. Sorry. Zu einfach. Ja, zu einfach. Dietrich, goldener Kelch, großer Elixitbeutel. Traumhaft. Und Grindels Tagebuch. Wer ist Grindels? Werden wir wahrscheinlich gleich wissen, ne? Ach. Atak sagt, dass wir sollen alle ein Tagebuch schreiben. Also tue ich jetzt so, als würde ich eins schreiben. Bla 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 bla. Grindel macht dies, Grindel macht das. Grindel, geh arbeiten. Halt die Fresse, Skald. Keiner mag dich, geh sterben. Es ist jetzt 10 Tage her, seit wir hierher gekommen sind. Irgendwas schleicht draußen herum. Ich kann es hören. Ich glaube, Antag hatte recht. Wir sind hier nicht alleine. Ich habe richtig Schiss. Bin noch zu jung zum Sterben. Jo. Aber, wobei, wir haben ihn draußen nicht liegen sehen. Wir haben nur Antag tatsächlich gesehen. Oh, nee, hier liegt noch jemand in der Ecke. Okay, Grindel ist auch tot. Das war Antag, das war irgendein Verbander. Wo hat er denn dann den ihn festgesetzt? Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Nein, wir verschwinden jetzt hier gleich erstmal nicht. Wir gucken jetzt mal, was hier oben noch ist. Irgendwo muss ja auch derjenige sein, den er festgesetzt hat. Die haben ja einen eingesperrt. Das muss ja irgendwo sein. Oh, hier ist Erz. Na, hol erstmal den dicken Bohrer raus. Klar. Ups. Habe ich die Tasche jetzt? Ja, habe ich. Hier, oder? Hier ist doch bestimmt irgendwas. War ich hier schon mal? Kann es mir fast nicht vorstellen. Huch. Ja, du. Achtung! Du bist auch ein Freund hier. Dort.
Also hier waren wir noch nicht. So viel steht fest. Gucke ich mir das jetzt als nächstes an. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, hier sind aber bloß, hier eigentlich ist. Bloß kleine Gegner, ne? Kreischer, ja. Der Kreischer. Komm runter, du Sau. Genau. Hier. Greif ruhig an. Was war denn das? So ein Unsinn. Voll daneben gehackt hier. Ja, so wollen wir das sehen. Richtig. Schön rein in den Kreischer. Immer drauf. Jetzt ist vorbei. Ausgecrashed. Ja komm, wir gehen mal gucken, was hier ist. Ich merke mir, dass ich da hinten nochmal runter wollte. Ja, das können wir uns auch alles nochmal angucken. Wo ist denn das Weltenherz eigentlich? Ach, ist das das Ding, was hier kaputt ist, so eingegangen? Ich dachte, das ist ein Berg. Das ist wahrscheinlich das Weltenherz. Das ist wahrscheinlich verdorrt oder so. Weiß ich nicht. Halt eingegangen. Achso, zwei Ratten. Okay. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Geräusch? Alter, die Ratten. Die halten noch ganz gut was aus, ne? Die machen, glaube ich, keinen Schaden, aber die halten noch was aus hier. Zwei Kombos. Das ist kein Problem. Was ist denn mit der da oben? Sie hängt einfach nur fest, oder wie? Ja, Feuer frei, mein Freund. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Ja. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Einfach anzünden, den Kollegen. Finde ich gut, Kaya. Mag dich. Lange halte ich das nicht mehr hier aus. Immer diese ganze Geheimhaltung und die Meetings hinter verschlossener Tür. Ich habe das Gefühl, in einem Schlangennest zu arbeiten. Jeder arbeitet sich selber zu. Ja, gehört das etwa auch hier mit zu dem Forschungskomplex? Kann natürlich sein, dass das hier auch Teil des Raumfahrtprogramms ist. Oh, hier ist auch ein Teleporter. Da ist ein Raptor. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich gedacht, Raptor anzünden ist immer ganz gut. Da hinten ist noch irgendein Viech. Ach, noch ein Nachtschatten. Ist ja jetzt... Ach, ups. Tot. Wir kümmern uns gleich erstmal um den Nachtschatten. Einfach nur, damit wir los sind. Boom. Hat das getroffen? Ja, das hat getroffen. Klar, das getroffen. Alles klar, hier. Bumm, daneben. Hier, greift da an, genau. Oh, ups. Oh, da hätte er fast getroffen. Aus dem Weg. Ja, sehr gut, Kaya. Ups. Autsch. Drecksack. Ich wollte gerade mal einen Nahkampf machen hier. Episch. Ich bin... Nein, ich geh weiter. Ich sollte doch keinen... Na los, Kaya. Ja, komm, dann zünd man an. Sollte doch anzünden. Weil im Nahkampf bin ich einfach zu schlecht. Zumindest bei ihm. Da, keine Schnitte, ne? Oh, was ist denn hier? Geht's hier in den Keller? Ja, nee, wirklich... Nicht wirklich, ist bloß eingestürzt, der Laden. Habt ihr hier ein Bett? Ich könnte gerade mal eins gebrauchen. Ich habe nämlich wunderbar mit dem Nachtschatten gekämpft. So wunderbar, dass nicht mehr viel Leben übrig ist. Kleiner Mana-Trank, ja, nee. Bett. Es ist aber schon wieder so eine Sache, ne? Ist ja so ein Nachtschatten. Und... du findest dann nichts da. Ne, keine Belohnung dafür. Mächtigen Gegner besiegt. Super. Hier kriegst du ein Paket, weiß ich nicht. Speer. Ach, das war gar keine Verbandstasche. Ominöser Zettel. Ja, dann gucken wir doch mal nach einem ominösen Zettel. Ha, ja, ja, hier. Ominöser Zettel 2. Fred war hier. Tolle Wurst. Ja, schön. Schön, Fred. Ganz toll. Freut mich, dass du hier warst. Ich auch übrigens. Ich lasse keinen Zettel da. Ich gucke keinen Bock zu.
Warum ist denn hier so ein Tor? Da oben ist auch noch irgend sowas, was man vielleicht... Dann ist schon alles ganz cool hier. Ich bräuchte ein Bett, Jungs. Jungs, ein entlehntes Bett. Da hätte ich nichts gegen, du. Vielleicht hier oben. Hier geht's ja hoch. Hier hat auf jeden Fall auch mal jemand gewohnt. Oder wohnt noch? Weiß ich nicht. Na, sieht nicht so aus. Reines Elex. Oh, schön. Zigarette, ja. Von mir aus. Da ist ein Buch. Das ist aber keins zum Einsammeln. Oh, Fell. Ja, ganz wichtig. Oh, noch ein Trank. Sack ein, sack ein. Wo ist die Treppe? Da. Bin nämlich noch weiter hoch. War das ein Wein? Nee, war kein Wein. Es sieht immer so verdächtig nach Wein aus. Was? Was, was, was? Oh, oh, oh. Ah, ja. Shocking. Ja, ich trink doch mal ein. Ja, weich aus. Mach einen Aspekt rein und auf geht's. Oh, dachte ich krieg ihn rechtzeitig durch, die Attacke. Ich häng fest hier. Ja, so nicht. Ja, yeah, komm. Jetzt zeig ich dir mal, was ich kann hier. Ja, erwischt. Ja, kannst auch was. Ich bin stolz auf dich. Ups. Boom. Extra den Aspekt des Kriegers reingemacht. Ah, sie ist schon mit ihrem fertig. Nice. Ja, jetzt zünd mal einen mal mit an. Freut er sich. Ja, tot ist er. Nice. Hm, wollte gerade sagen, höre ich noch einen. Aber nee. Anleitung. Für was denn? Ring der Kraft. Okay, das ist glaube ich der mit 10. Ja, ich kann es bloß nicht herstellen. Das ist aber glaube ich der Ring mit 10 Stärke. Müsste ich mal gucken, ob ich das lernen kann. Ringe und so ein Zeug herzustellen. Weil mit dem... Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, dann könnte ich nämlich eine andere, eine stärkere Waffe tragen. So eine Zweihandwaffe habe ich ja. Die macht irgendwie 16 mehr Schaden oder so. Das wäre schon enorm. Flugblatt, aber leider kein Bett hier. Macht aber jetzt eigentlich auch nichts. Weil, weiß ich nicht. Eigentlich schon. Eigentlich macht schon was. Huch, was haben wir denn hier? Da sitzt jemand. Inmitten von kleinen Weltenherzen? Was bist du für einer? Egal, was du glaubst, hier zu suchen, du wirst es nicht finden. Du weißt nicht, was ich suche. Nein. Und es ist auch unwichtig. Du wirst diesen Ort sofort wieder verlassen. Ach, das ist doch der Chef? Oder nicht? Thorald ist doch der Pilgerer, oder? Und was ist, wenn nicht? Wer gibt dir das Recht, diesen Ort für dich zu beanspruchen? Wer gibt dir das Recht, diesen Ort für dich zu beanspruchen? Du hast keine Ahnung, wie wichtig meine Arbeit hier oben ist. Ich kann es mir denken. Wir sind dir dankbar für alles, was du hier tust. Schön, dass es wenigstens ein Mensch versteht. Ich kann an diesem Ort der Ruhe und Meditation keine Eindringlinge oder Beobachter gebrauchen. Und nun geh. Tja, zumindest wissen wir jetzt, wo Thorald ist. Frage ist bloß... Geh besser, wenn du leben willst. Geh besser, wenn du leben willst. Geh besser, wenn du leben willst. Okay, es ist ein Wurscht. Relativ Wurscht. Ja, cool, da haben wir Thorald gefunden. Ich würde jetzt hier aber an der Stelle mal für heute die Aufnahme beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo super. Wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt. Letzte Warnung. Störe nicht meine Meditation.
wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt, jedes Mal, wenn hier die nächste Folge anstatt geht, dann einfach zusätzlich noch die Glocke betätigen. Und Anmerkungen und Kommentare freuen mich auch immer. Nur Spoiler vermeiden, wäre super. So, wir ärgern ihn jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe dich Ja, du spürst meinen Ton! Oh, yes. Das war nicht cool. Jetzt sind wir tot. Spiel laden. Ich hoffe, dass die Schnellspeicherung, wo sind die zu weit weg? Nee, gut. Wir sind noch hier. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.